Hallihallo, Lieblingsmensch, Youngmensch. Dringende Quest. Diesmal geht es um einen Tetsukabra, der im Jura-Grenzland so richtig Ärger macht. Pass bloß auf sein Maul auf. Sein Kiefer kann Felsen wie Popcorn zermahlen. Gepopptes oder ungepopptes ist ein wichtiger Unterschied in dem Fall. Apropos poppen. Wie auch immer, hier ist die Questaktion, die ich heute für dich vorbereitet habe. Und zwar haben wir die nächste dringende Quest, Power Heuler. Machen wir direkt die dringende Quest oder machen wir erstmal hier alles fertig? Weil ich will sowieso alles fertig machen. Ich brauche es sowieso, um die ganzen extra Punkte aus so ziemlich allen Sachen irgendwie dazu zu kriegen. Und es gibt nochmal eine einzige Fahnenquest. Oder nochmal eine einmalige Fahnenquest. Yeah! Na gut, dann erstmal Hauerheuler, damit meine Zuschauer was zu sehen haben für die Fans! Für die Fans! Die sind eh gerade einmal bei Energieklinge, die ich, wie gesagt, mehr oder minder gerne ausprobieren wollen würde. Wobei mir gerade nochmal einfällt, dass ich für die Verbesserung jetzt erstmal Feuerkräuter bräuchte, ne? Wenn ich mich nicht ganz täusche, mein lieber Bärmerhändlerin, ich habe da was Dickes, Langes anzubieten, und zwar meine Geldtasche. Hast du was Schönes für mich im Ausgleich? Nix, was ich brauche. Sehr, sehr schade. Oh, apropos, was ich brauche. Wir haben doch noch unseren wunderbaren Donald Trump losgeschickt. Also nicht den aus Unite, sondern den, dessen Name ich absolut nicht vergessen habe. Mister, ich liebe es, Bomben zu werfen und gehe gerne auf große Ziele. Der sollte für uns ja diplomatische Aktionen unternehmen. Ist er denn inzwischen mal zurückgekommen? Erstmal ganz wichtig. Ah, ich hab dich nicht vergessen, Mustafa. Jetzt bist du einfach Mustafa, egal wie du früher hießt. Du bleibst bitte hier. Ich kenn dich am besten auch noch an. Ha, der Name ist doch eh egal. Was zählt, ist die innige, tiefe Verbindung, die wir beide haben, durch gemeinsam Game of Thrones schauen. Wo auch alle Leute wie Lämmer abgeschlachtet werden. Gefällt ihm. Er sieht gerne Leute wie sich selber. Was? Okay. Dann, du reden, Nico dir helfen. Das klingt gut. Und zwar... Benzwolo! Au. Oh. Ich glaube, den Namen habe ich selber ausgesucht. Ist noch 3 Runden unterwegs tatsächlich. Wow. Und hat einiges gefunden. Unter anderem... Hochbiskus. Nicht aus diesem Land. Hm. Okay. Jetzt, da ich weiß, dass es mehr als eine Pflanze gibt, die rot ist, war das ein Hochbiskus oder ein Feuerkraut, was ich gerade für die Energieklinge gebraucht habe? Viviriano, komm mal her, mein Knöbchen. Hast du denn mal was Sinnvolles für mich als Aussage? Es war Feuerkraut. Aber 2 von 3 habe ich da ebenfalls schon. Das heißt, irgendwo habe ich es schon mal gefunden. Heißt es auch möglich, das irgendwann irgendwie zu verbessern. Werden wir schon noch irgendwie finden. Denke ich mal. Ja, dann bleiben wir mal bei der Waffe. Nehmen die Quest nochmal ganz kurz wieder an. Ich würde jetzt gerne einmal Krötensuppe herstellen können. Aus... Ja, ich werde zum Franzosen, okay? Also, hoffentlich werde ich jetzt nicht anfangen, irgendwie weiße Flaggen zu hissen und so schnell wie möglich wegzurennen. Das wäre dann doch sehr schade. Aber zumindest die Froschschenkel kann man dann doch schon mal ausprobieren. Ich habe sogar bei der letzten Quest oder bei irgendeiner der 1000 letzten Quests, wo ich noch nicht mein Inventar aufgeräumt habe, mein Feuerkraut gefunden. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo, wäre es vielleicht ein Zeichen dafür, dass ich so ein bisschen aufgepasst habe, was ich wirklich getan habe. Das kann ich aber schon mal vehement verneinen. Wobei, wenn, dann war es, glaube ich, in der Wüste. Nehme ich mal ganz stark an. Wie wir jetzt wissen, das Vieh hat Wasserschwäche. Es ist für eine Kröte eigentlich ungünstig, Wasserschwäche zu haben. Aber wenn die Leute, die Munition herstellen, das so meinen, dann ist das doch auch schon mal schön. So, apropos Wahnsinn. Wahnsinn ist immer noch da. Ist Wahnsinns kleiner Kumpel da? Ey, ey. Krötchen? Wahnsinni? Nee, Wahnsinni ist nicht hier. Wurde vielleicht beim letzten Mal Krab getreten. Und es sind alles nur Steine. Sehr schade. Wenn ich ein Frosch wäre, wo würde ich mich verstecken? So ganz spontan aus allen Mythen, Legenden und Sagen, die ich jemals gehört habe, würde ich dann schon mal sagen, irgendwo in einem Brunnen.
Wäre, finde ich, ne, gar nicht mal so schlechte Idee. Kommen in der Regel meistens irgendwelche Bitches hin, die dann ihre Goldkugeln verlieren. Und da kann man immer als Kröte so einen ziemlich guten Deal rausschlagen. Problem ist, dass meistens halt irgendwelche komischen Frösche diese Brunnen halt okkupieren. Sagt man so im Deutschen. Besetzen. Und man deswegen selber immer weggehauen wird. Aber so als große Kröte? Gut, dann kann man sich relativ schlecht irgendwie im Brunnen verstecken, weil der Brunnen zu klein ist. Nicht, dass Herzog Kabore jetzt fett wäre oder so. Nein, aber im Grunde genommen ja. Und das wäre ungünstig. Aber der einzige Brunnen, den es hier gibt, wäre im Gebiet 3. Ich würde spontan vermuten, dass Herzog Kabore da nicht ist. Herzog Kabra, wir können ja jetzt wohl seinen Namen kennen, ihn noch richtig aussprechen. Nevermind, er ist im Brunnen. Bam. Meister der Sagen und Mythen wusste mal wieder auch hier über jedes einzelne Monster Bescheid. Und wir haben Yagi, ist mir relativ egal, ich muss seinen Hauer kaputt machen. Sollte mit den Elementaufladungen so spontanst keine allzu schwere Idee oder Option sein. Sag mal, wer kam eigentlich auf die Idee, bei meinem wunderbaren Controller, ey, er kann kotzen. Gratulation, neue Fähigkeit, du bist jetzt nicht nur zum Kotzen, du kannst kotzen. Ganz cooler Junge. Wobei, das konnte er, glaube ich, vorher auch schon. Nur nicht so eklig. Egal, wer kam auf die Idee, bei dem Controller, den ich habe, einfach mal so die, Rumble-Funktion nicht auszustellen. Weg hier. Das wäre eine äußerst schlaue Idee. Bitte? Ja. Sehr schön. So, dann. Ich müsste mal ganz kurz... Jo, hier aufladen. Und vielleicht kriege ich auch noch gleich raus, wie das, was ich tun will, gemacht wird. Okay, at least something. Immerhin. Warte. Ich will immer ZR hinten drücken zum Blocken. Die Taste ist doch viel größer. Macht doch viel mehr Sinn, darauf zu blocken, als auf diesen kleinen oben R. Mann. So, und eine Heilfiole rein. Also... versuchen, uns demnächst zu heilen. Das heißt nämlich, dass ich theoretisch im normalen Kampf mich eigentlich effektiv selber heilen müsste, wenn ich das so halbwegs verstanden habe. Und verstanden wollen würde... Ihr wisst, was ich meine. Zack. Ja, ich glaube, ich habe gerade Leben dazu bekommen. Ich glaube, ich habe gerade wieder ein bisschen Leben verloren. Mensch, passiert. Ich bin tot. Nein, da macht mega Schaden als gedacht. Ich habe aber die Heilfiole drin, ich muss mich nicht selber heilen. Achtung, Stein ist böse. Ja. Kurze Frage, hätte da jetzt nicht eine riesengroße Explosion kommen müssen? Wo ist meine Satisfying Explosion? Was soll das? Fuck, nicht gut. Vielleicht sollte ich mich doch erstmal heilen, wenn ich noch nicht ganz weiß, wie alles funktioniert. Ausnahmsweise mal. Okay, von mir aus. Ausnahmsweise mal. Spielen wir jetzt nach den langen und vielen Pausen, die ich hatte, vielleicht doch mal ordentlich um. Ausdauer ist weg. Nein. Lass den Stein von mir. Gehe von mir, du Frosch. Ich will nicht gesteinigt werden. Ich habe doch noch mit keinem Mann geschlafen. Noch nicht. Nein, trag mir den Stein nicht hinterher. Ich will den nicht haben. Behalt den bei dir. Dankeschön. Sehr guter Junge. Kriegst nachher noch einen Keks. So, jetzt ist die Heilfiole weg. Probieren wir nochmal in die Luft zu jagen. Jetzt haut er ab. Ja, ich würde sagen, das war ein grandioser Sieg für mich. Man hat gesehen, wie ich einfach abstandslos gewonnen habe. Lass das. Ah, siehst du, sein Bruder versteht. Sein Bruder weiß, was gut für ihn ist. Und für deine komplette Familie. Ja, halte dich zurück. Ich will eigentlich Scheibensteine kriegen, aber scheinbar wird bloß Eisenerz zu mir kommen. Naja, gut, muss auch das reichen. So, Fröschchen. Ich habe gehört, du liebst es, geritten zu werden, während ich danach ein bisschen angreifen kann. Ist das so korrektens? Warte, bisher noch nicht. Ich habe jetzt auch natürlich keinen Luftstil, heißt, ich kann jetzt nicht gegen ihn rollen, um wegzukommen. So, ja, nein, das war nicht mein Plan. Das hat schon mal besser funktioniert. Und der Stein ist noch da. Nicht gut. Fuck. Das trifft mich hier nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das früher da so ziemlich genau da getroffen hat. So.
That's right. Dead again. Shit. Leben ist immer noch nicht ganz so hoch. Guck mal, hier ist eine Blitzbombe. Lass mich mal kurz 2 Sekunden lang nichts tun. Dankeschön. Nein, so nicht. Was soll das denn? Chill. Ich stehe nicht vor dir. Vertrau mir, ich stehe rechts von dir. Er hört auf mich. Ah, cooler Junge. Cooler Boy. Kann er weitermachen. So. Ja, läuft bei dir. So, ich würde jetzt ganz gerne zumindest 1-2 Mal meine Fiolen benutzen. Könntest du jetzt bitte so stehen bleiben? Okay, so macht man das nicht. So kann man das so machen. Warte, ich krieg das hin. Ich weiß, wie es geht. Ich habe schon irgendwann mal gewusst, wie. Kann mir... Nee, jetzt mache ich ein How-To-Tutorial. How to forget how to play. Ich glaube, darin bin ich als einziges wirklich gut. Okay, so. Erstmal als wichtigstes. Wir brauchen natürlich... Warte. Boing. Erstmal das Ding hier. Genau. Danach werden wir von einem Stein weggeschlagen und wir sind fast tot. Alles klar. Guter Anfang. So. Jetzt hat zumindest eine von meinen Fiolen benutzt. Ich krieg das noch raus. Konnte man das machen? Egal. Erstmal kurz heilen. Ich habe zwar mehr oder minder wissentlich nicht so viel Heilung mitgenommen. Ich dachte, das wird schon nicht so schwer. Ich habe dabei vergessen, dass Tetsugabora unglaublich viel Angriff hat und diesen auch äußerst gerne ausspielt. Ha, okay, komm mal hergelaufen. Ich weiß, du willst nicht geritten werden, aber ich tue es trotzdem. Also, außer du ignorierst mich weiter und gehst auf Wingfrau. Das ist so ein Spacko, ne? Geht auf alles, was ein Rock anhat, außer mich. Aber ist mein Rock genauso schön. Es ist halt so ein Schottenrock, ne? Ist halt männlicher Rock. Da guckt auch eins oder das andere Ei mit raus. Das andere immer nur ab und zu, weil wir wissen ja, das eine Ei tiefer hängt als das andere. Bei mir hängt das linke ab und zu mal raus, okay? Der Zuckerbucher, das ist halt so. Das muss halt. Vertrau mir, so. Gehen wir nochmal ganz kurz ein bisschen der Sache nach. Okay, die Explosion wollte ich vorhin auch haben. Schön, haben wir das schon mal geklärt. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie macht man die Explosion, dass alles auf einmal rausgeholt wird? Das habe ich noch nie so wirklich verstanden. Egal, Limitbrecher, wobei doch eigentlich könnte ich die beiden sogar untereinander ein bisschen... Gib mir ein Bitch-Slap mit, von mir aus unterscheiden. Jetzt nochmal ganz kurz die Heilfiolen, weil ich muss eh gleich aufladen. Ah, er kann gerade nicht, dann laden wir auf. Haben uns sogar beinahe viel geheilt und werden... weggedrückt. Ja, ich würde ungern einfach so unter den Tisch gedrückt werden, mein Freundchen, aber mach mal. Hat er mir gerade nochmal beim Wegdrehen mit seinem Fuß eins ins Gesicht gegeben. Warum? Weil er es kann. Okay. Ich hätte vielleicht wirklich zumindest 10 Tränke mitnehmen können. Ich wusste jetzt nicht, dass die Heilfiole nicht so funktioniert, wie ich es hätte haben wollen. Warte. Ich glaube, ich habe mit meiner Komplettladungsexplosion ganz kurz ein bisschen Morphax-Energieklinge verwechselt. Das kann sehr gut sein. Hashtag Profi-Player. Naja, gut. Aber trotzdem, dieses Wilddrehen müsst ihr eigentlich auch irgendwann irgendwie in der Großexplosion enden, wo noch die Kamera mitgeht und so weiter und so fort. Diese ganzen coolen Dinge halt passieren. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Heilfiole ist schon weg. Verdammt. Meine schöne Haifiole, ich mochte doch Haie. Denn Haie sind Freunde, kein Futter. So, jetzt ein bisschen aufpassen. Kurz einmal reindrücken. Vielleicht allerdings nicht sterben. Wingfrau sehr freundlich. Immerhin SP-Modus, warte. Der Baum wird halten, vertraut mir. In welchem Monsterhunter hat schon mal ein Baum einen nicht vor Monstern beschützt? Hä? Bisher wirkt es ziemlich gut. Es wirkt immer noch ziemlich gut, auch wenn er schon... Risse hat. Hi. Und dann nochmal kurz zurück. So, so kann ich schon mal das Ding rausholen. Das explodiert dann auch wunderschönst. Die Richtung des Flugs war irgendwie komplett falsch, aber naja, egal. So, lass uns mal ganz kurz ein bisschen knacken. Immerhin, das hat funktioniert. Immerhin etwas. So, jetzt wären noch 1-2 Treffer eigentlich nicht doof gewesen.
Dann können wir eigentlich, sobald ich voll bin, die Heilfiole reindrücken. Buddy? Du willst mich gar nicht umbringen. Alter! Da hat er mir noch einen Grabstein hingestellt. Why fuck my life, that's why. Alter. Ah, okay. Körperteil des Ziels. Ja, welches? Kiefer verletzen. Hab ich doch. Der ist doch vorhin kaputt gegangen. Oder? Gut. Ich bin immer noch verwirrt. Energieklinge funktioniert nicht so profihaft, wie ich es eigentlich jetzt geplant hätte, nachdem mein Bogen schon nicht funktioniert hat. Vielleicht bin ich immer noch leicht überfordert mit Energieklinge und werde sie auch weiterhin nie wieder spielen. Ich glaube, es ist eine sehr gute Idee, deren ihr mir alle zustimmen werdet. Alter, dann doch lieber Morphax. Mit der konnte ich ja schon immer so halbwegs zumindest töten, auch wenn ich sie nur immerhin zu 80% verstanden hatte. Bei der Gegner war es nicht weniger. So, Krötchen, deine Mutter war ein Warzenschwein. Und dein Vater... eine Kröte, scheinbar. Keine Ahnung, was... Also Warzen hat er ja, ein Frosch von mir aus. Oder Froschficker? Genau, denn deine Mutter war ein Warzenschwein, dein Vater ein Froschficker. Genau so sieht's aus. Damals waren das ziemlich schlimme und komische Zeiten, ne? Das muss man da mal mit dazu sagen. Also, da konnte man nicht einfach so den lieben, den man lieben musste. Nein, da gab es Verbindungen, da gab es Allianzen, die geschmiedet werden mussten. Da musste auch mal das Kind halt, dann halt jemanden schwängern, den er eigentlich gar nicht schwängern wollen würde. Und so begann die traurige Geschichte zwischen Romeo Warzenschwein und Julia Frosch. Und ja, ich habe mit Absicht gerade die wunderbaren Geschlechter falsch rumgewählt, als vorhin beschrieben. Denn auch das konnte man sich damals nicht aussuchen, was man sein wollen würde. Manche waren halt Apache-Helikopter und wurden als solches nie erkannt. Schlimm, aber so ist es. Und darauf muss man auch heutzutage immer noch mal ein bisschen aufmerksam machen, dass sowas halt mal in der Geschichte passiert ist. So, filmen wir mal... Ah, fuck, aufhören war falsch rum. Ich wollte... Tot! Au, 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 au. Eigentlich wollte ich erst mein Schild aufladen und danach... Oh, warte! Diese Super-Explosion kann man, glaube ich, nur machen, wenn man diese Schildaufladung auch hatte, oder? Ich bin tot. Ich soll aufhören zu sagen, dass ich tot bin und lieber mein Leben rennen. Ja, ist eine gute Idee. Lieber handeln, bevor man... verzagt. Warum hast du gerade so deinen Stein angeguckt? So, dieser Stein, der ist wirklich ein Meisterwerk. Hab ich mal aber richtig viel geleistet, dachte sich die liebe Kröte. Okay. Läuft bei dir. So, das heißt, ich müsste... warte. Da mache ich den Schlag. Eigentlich müsste ich doch mit den beiden, genau, dann kann ich das hier einmal auf meine Waffe geben. Dann lade ich das hier ganz schnell weiter auf. Habe ich da gerade einen Blockschlag gemacht? Ich glaube, es war ein Blockschlag. Keine Ahnung, welche Lage ich getan habe, aber da gab es irgendwo eine Sekunde zum Blocken. Die habe ich perfektens ausgenutzt. Und jetzt theoretisch, wenn ich nicht zu hart ins Gesicht kriege, kommt genau der Angriff, den ich haben wollte. Ich bin zufrieden. Und wie jeder... guter, gerade befriedigter Mann, schlafe ich jetzt erstmal eine Runde. Ich darf nicht mehr sterben, ne? Ich habe gelernt, nicht spielen macht einen Jäger nicht zwangsweise besser. Sehr, sehr schade, ansonsten wäre ich wohl der beste Spieler auf dieser Welt.